Heute geht es um das Turnier. Abonniert doch meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Ich habe zwar schon ein Video zu den Tipps beim Turnier gemacht, aber ich werde euch jetzt noch mal so ein bisschen was dazu erzählen. Versucht so früh wie es geht da zu sein, also 2 Stunden vor der Prüfung, um dem Pferd einmal alles zu zeigen, dass es da ankommen kann. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ein Paddock aufzubauen, macht es auf jeden Fall. Vielleicht habt ihr da auch eine Box oder ein Paddock, den ihr da fest habt und gemietet habt. Wenn ein Turnier über mehrere Tage geht, wie zum Beispiel die Gym, wo ich war, dann reist am besten einen Tag vorm richtigen Turnierbeginn an. Denn dann könnt ihr eventuell nochmal in die Halle oder auf die Bahn, könnt dem Pferd auch einmal alles zeigen. Das Pferd kann richtig ankommen, bevor es dann am Turniertag richtig losgeht. Da es mit Juni immer schwierig ist, auf dem Platz abzureiten, gehe ich ins Gelände. Vielleicht könnt ihr euch da am Tag davor auch schon mal einen Weg suchen, den ihr dann immer abreitet, sei es auf Google Maps oder ihn einmal abzulaufen. Reitet lieber etwas zu früh ab als etwas zu spät, denn dann könnt ihr im Zweifelsfall nochmal kurz was trinken, dann nochmal eine Runde auf dem Reitplatz Schritt reiten oder so und dann auch in die Prüfung starten. Putzt, wenn ihr die Zeit habt und es nur ein Tag ist beim Turnier, zu Hause schon, bevor ihr das Pferd einladet und putzt dann am Turnier mal drüber. Natürlich könnt ihr, wenn ihr genügend Zeit habt, auch da beim Turnier erst putzen. Schaut, dass alles sauber ist, also die Trense, der Sattel und so. Negermaschen sollten am besten auch sauber sein, wenn man welche drauf macht. Das sieht dann immer mal schöner aus. Guckt nochmal, bevor ihr Sattel trennst oder so, auf das Equipment. Denn da könnt ihr vielleicht nochmal etwas Doofes sein, was dann da in der Prüfung auffällt. Habt lieber Ersatzzügel oder vielleicht sogar Ersatzsteigriemen mit, dass wenn mal was reißt, dass man dann immer Ersatz hat. Mir ist es mit Juni noch nicht passiert, aber ich hatte bis jetzt eigentlich fast immer ein zweites Paar Zügel dabei. Und Stricke bzw. Halfter kann man auch nie genug mitnehmen. Natürlich solltet ihr jetzt nicht eure ganze Sammlung mitnehmen. Ich habe zwar nur 4 Halfter. Ich habe 3 Stricke und eigentlich nehme ich auch fast alles immer mit zum Turnier. Ein Halfter für die Fahrt. Versucht am besten so ruhig zu bleiben, wie es geht. Zeigt eurem Pferd so wenig Nervosität, wie es geht. Denn dann wird das Pferd meistens selber nicht so nervös. Und die Prüfung wird vielleicht sogar besser. Vielleicht habt ihr dann da ja auch noch andere, die da auch noch hingefahren sind, die ihr kennt. Zum Beispiel eure Reitlehrerin, eure Freundin oder so. Mit der könnt ihr dann auch einmal eine Runde ins Gelände gehen oder so. Oder euch zusammen Prüfungen anschauen. Oder beim Abreiten nochmal sagen, mach doch das nochmal besser und vielleicht das nochmal besser. Oder was vielleicht auch helfen kann, kritisiert leise oder im Kopf die anderen Reiter. Halt so, was ihr sagen würdet, was die noch besser machen können. Und vielleicht hilft es euch dann auch, wenn ihr diese Fehler auch manchmal macht, zum Beispiel sowas wie Hände zu weit nach vorne oder zu weit nach unten, und ihr das dann immer wieder kritisiert, hilft es vielleicht auch, euch das nochmal einzuprägen. Natürlich solltet ihr da jetzt nicht rumschreien und stellt die Hände auf oder so. Natürlich nicht. Nehmt euch vielleicht so eine Eselsbrücke mit zum Turnier. Wenn ihr zum Beispiel die Arme zu weit nach vorne macht, könnt ihr euch denken, die Arme sollen am Körper bleiben und da ist ein Seil drumherum, das die Arme halt oder die Oberarme festhält. Vielleicht hilft das. Nehmt euch andere Denkhilfen und denkt nicht zu viel über die Prüfung nach. Damit das zum Turnierfahren vielleicht angenehmer ist, kann man mit seinem Pferd auch mal Hängertraining machen. Wenn es zum Beispiel nicht so gerne in den Anhänger reingeht oder sehr schnell wieder raus möchte, kann man das da vorne natürlich alles trainieren, sofern man einen eigenen Anhänger bzw. einen eigenen Pferde-LKW hat. Aber auch das ist von Pferd zu Pferd unterschiedlich und das muss man auch selber wissen. Das war es aber eigentlich auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Mal. Tschüss!